Herzlich willkommen zu die sechs gruseligsten und mysteriösesten ungelösten Mysterien Part 3. Wie immer habe ich diesmal sechs Mysterien rausgesucht, die bis zum heutigen Tag nicht erklärt werden können. Also, viel Spaß. War der Teufel hier? 1955 wurde etwas extrem Seltsames beobachtet. Denn in der Nacht zum 9. Februar gab es einen leichten Schneefall. Dieser Schneefall war gerade genug, um den Boden zu bedecken. Um ihn so weit zu bedecken, dass der ganze Boden nicht mehr sichtbar war. Allerdings war die Schneedecke nicht sonderlich hoch. An einem leichten Schneefall war natürlich nichts seltsam. Doch viele Menschen fanden auf diesem Schnee Spuren, welche alle identisch waren. Zu sehen waren Fußspuren, welche an Hufe von einer Ziege erinnerten. Nur etwas größer. Und es sah aus, als wäre die Ziege auf zwei Beinen gegangen. Einwohner und Jäger waren ziemlich verwirrt, aber noch nicht wirklich beunruhigt. Sie haben es einfach abgetan, dass es vielleicht auch nur ein Reh gewesen wäre mit extrem krummen Beinen. Doch diese Fußspuren waren nicht normal. Sie schienen einer Linie zu folgen und ein gewisses Ziel zu haben. Und auf dem Weg zu diesem Ziel war ihnen komplett egal, was in ihrem Weg war. So ist bei diesen Fußspuren zu erkennen gewesen, dass sie über Felder und Heuballen gingen. Selbst auf den schneebedeckten Häuserdächern und bis zu 4 Meter hohen Mauern waren diese Spuren zu finden. Es wäre unmöglich gewesen für ein Tier, auf diese Höhen einfach zu kommen. Und gerade ein Reh mit krummen Beinen hätte das niemals schaffen können. Als Leute dieser Spur weiter gefolgt sind, hörten sie plötzlich mitten im Wald auf. Die Fußspuren gingen nur bis zu einem Punkt im Wald und verschwanden dann plötzlich. Es schien, als hätte die Kreatur auf einmal angefangen zu klettern und wäre nicht wieder runtergekommen von den Bäumen. Oder die Kreatur verschwand auf einmal. Ebenfalls meinten Anwohner in dieser Nacht eine Kreatur gesehen zu haben, welche aussah wie der Teufel. Also eine Kreatur, welche halb Mensch und halb Ziege ist. Videoaufnahmen von dieser Nacht sollen laut denen, die sie gesehen haben, nur eine schemenhafte Kreatur zeigen. Bis heute ist nicht bekannt, wer durch den Schnee stapfte. Allerdings sind 2009 erneut diese Fußspuren aufgetaucht. The Voynich Manuscript. Dieses Manuskript gibt es seit vielen hundert Jahren. Seitdem es aufgetaucht ist, haben Wissenschaftler auf der gesamten Welt versucht, die Rätsel, die dieses Manuskript preisgibt, zu lösen. Doch erstmal alles auf Anfang. Dieses Buch wurde 1912 bei einer Auktion von Wilfried Michael Voynich gekauft. Doch es wurde von ihm nicht verfasst. Geschrieben wurde es irgendwann im 15. Jahrhundert. Doch was macht dieses Manuskript so besonders und lässt es anders erscheinen als andere? Ganz einfach, der Inhalt. In diesem Buch wird in einer Sprache geschrieben, welche keinem Menschen bekannt ist. Selbst als Dutzende Profis versuchten, diesen Text in dem Manuskript zu dekodieren, kamen sie zu keinem Ergebnis. Viele Menschen, die hörten, dass nicht mal Wissenschaftler oder Profis es schafften, diesen Code zu entkodieren, waren sie sich sicher, dass dieses Buch einfach nur Blödsinn ist und der Text gar kein Text ist, sondern nur ein paar Formen aneinandergereiht. Doch hier stellt sich eine Frage. Wieso sollte sich jemand im Mittelalter die Mühe geben, ein Buch mit 240 Seiten anzufertigen? Mit Zeichnungen voller Pflanzen und Menschen, welche mühevoll angefertigt wurden, wenn das Buch einfach nur Nonsens ist. Denn auch wenn Wissenschaftler die Sprache nicht entziffern können, so gibt es eine Verbindung in den Zeichnungen. Denn die Zeichnungen in dem Buch deuten häufig auf Rituale hin. Rituale, die scheinbar ein religiöser Kult veranstaltet hat. Zu sehen ist, wie sie in kochendem Wasser baden, oder Pflanzen im Wald sammeln, die den Menschen unbekannt sind. Doch wer diese Menschen sind, welche Pflanzen es sind
und was dieses Buch bedeutet und um was für Rituale es sich handelt. All diese Fragen bleiben bis zum heutigen Tag ungeklärt. Die unbekannte Deutsche. 1970 war eine Gruppe von Wanderern in Norwegen unterwegs, bis sie etwas sehr Seltsames fanden. Mitten in einem Wald fanden sie die Leiche einer nackten, toten Frau. Die Todesursache war schnell gefunden, da verstreut um sie herum Schlaftabletten lagen. Doch das war nicht alles. Ebenfalls war um sie herum Alkohol und halb verbrannte Pässe verteilt. Außerdem waren ihre Fingerkuppeln mit Sandpapier bearbeitet worden, sodass sie keinerlei Fingerabdrücke mehr hatte. Bei genauerer Untersuchung der Leiche fand die Polizei auch noch ca. 500 deutsche Mark in ihrem Besitz. Jahrelang wurde versucht, die Identität der Frau herauszufinden. Doch bis heute bleibt diese weiterhin ein Rätsel. Was allerdings bekannt ist, ist, dass sie scheinbar von Deutschland aus durch ganz Europa mit dem Zug fuhr und überall schwarze Koffer hinterließ. Ebenfalls konnte ein Tagebuch von ihr gefunden werden, welches Texte in verschiedenen Sprachen zeigte, sowie verschlüsselte Texte. Manche Menschen meinen, dass in diesen verschlüsselten Texten die unbekannte Frau von einem Wesen erzählt, welches sie verfolgt. Und es ist ein Wesen, vor dem sie auch fliehen muss. Jedenfalls hat sie versucht, so lange vor ihm zu fliehen, bis sie dann in Norwegen nicht mehr weiterkam. Und somit, um ihn endgültig zu entkommen, Suizid beging. Doch wer oder was sie verfolgt hat und ihr so viel Angst machte, dass sie durch ganz Europa floh, bleibt bis heute ein Rätsel. Der Smiley-Mörder. An Halloween 2002 war ein Student bis spät in die Nacht in einer Kneipe in Downtown Minneapolis. Nachdem er schon etwas getrunken hatte, verließ er die Bar. Und das war alles, was man an diesem Abend noch von ihm weiß. Denn nachdem er diese Bar verließ, verschwand er plötzlich spurlos. Erst 4 Monate später, nach einer langen Suche, wurde seine Leiche im Mississippi gefunden. Die Leiche trug dabei weiterhin das gleiche Halloween-Kostüm, mit dem der Student 4 Monate zuvor das Haus verließ. Für die Polizei war dieser Fall klar. Der Student war in der Bar und hat deutlich zu viel getrunken und fiel auf seinem Weg nach Hause in den Mississippi und starb dort. Da er wahrscheinlich unter Wasser irgendwie sich verhedderte, konnte die Polizei ihn auch nicht finden. Also war laut der Polizei alles reiner Zufall. Es war einfach ein simpler Unfall gewesen. Und dies wurde auch so lange behauptet, bis die Eltern des Studenten die Polizei aufforderten, weitere Untersuchungen anzustellen. Widerwillig tat die Polizei dies und entdeckte tatsächlich etwas. In der Nähe, wo der Körper des jungen Studenten gefunden wurde, war ein Graffiti in einer Steinwand. Das Graffiti war ein simpler roter Smiley. Und ab hier war der Fall klar. Der Student war nicht einfach nur ins Wasser gefallen, nachdem er betrunken war. Der Student wurde ein weiteres Opfer des Smiley-Mans. Denn in der Zeit um 2002 starben 40 Schüler. Bei fast allen von ihnen wurde in der Nähe ein Graffiti von einem Smiley entdeckt. Der Mörder warf seine Opfer meist in Seen und Flüsse und ließ es aussehen, als wäre alles ein Unfall gewesen. Auch wenn die Polizei ab diesem Moment wusste, wer der Mörder war, ist ihnen aber nicht bekannt, wer der Smiley Man überhaupt ist. Bei der ganzen Polizei ist er lediglich bekannt als der Smiley Man. Und auch wenn er bisher keine weiteren Opfer sich geholt hat, ist immer noch klar, dass er weiterhin in Amerika lebt. Der Zodiac Killer. Zwischen Dezember 1968 und Oktober 1969 wurden insgesamt 5 Menschen vom Zodiac Killer ermordet. Doch was macht den Zodiac Killer so besonders? Der Zodiac Killer hat 2 besondere Eigenschaften. Einerseits sein Kostüm. Er trägt völlig normale Klamotten. Doch über seinem Kopf trägt er eine schwarze Henkersmaske mit durchgekreuztem Kreis drauf,
Dies soll sein Gesicht verschleiern, dass er nicht erkennbar ist. Der durchgekreuzte Kreis ist ein Zodiac. Und dieses Zodiac ist das Markenzeichen des Mörders. Und obwohl seine Taten sich nicht von denen anderer Mörder unterscheiden, macht er eine Sache anders. An den Orten, wo er Menschen tötet, hinterlässt er Briefe mit irgendwelchen Buchstaben. Experten versuchten alles, diese Rätsel zu lösen und schafften es sogar, einen Text fast komplett zu entziffern. Doch was in diesem Text stand, schockierte die Experten. In seinem Brief schrieb er, wieso er die Menschen ermordet. Er bringt sie um, da es mehr Spaß macht, Menschen zu töten als Tiere, da der Mensch das gefährlichste Tier ist. Ebenfalls ist er sich sicher, dass er, wenn er denn mal stirbt, in ein Paradies kommt und jedes seiner Opfer dann sein Sklave für immer sein wird. Ebenfalls meint er, dass er sich niemals stellen wird und seine Identität auch nicht verrät, da er dieses Spiel weiterspielen will. Doch dies ist nur ein Brief von vielen von ihm und die meisten anderen sind immer noch verschlüsselt. Und auch wenn er seit 1969 niemanden mehr ermordet hatte, so ist er weiterhin auf freiem Fuß und könnte überall wohnen. Die grünen Kinder. Es heißt, dass im 12. Jahrhundert auf einmal grüne Kinder in die englische Stadt Woolpit kamen. Es waren ein Junge und ein Mädchen, mit komplett grüner Kleidung, grünen Haaren und grüner Haut. Außerdem sprachen sie eine komplett fremde Sprache, welche keiner im Dorf verstand. Als sie dann aus der Kälte in ein Haus gebracht wurden, weigerten sie sich etwas anderes zu essen als Bohnen. Und obwohl sich die Bewohner Woolpits sehr gut um die beiden Kinder kümmerten, starb der Junge kurze Zeit nach der Ankunft. Das Mädchen hingegen überlebte und schaffte es sogar mit der Zeit Englisch zu lernen. Sie erzählte den Bewohnern, dass sie vom St. Martinsland gekommen sind. Dies sei ein Untergrundsvolk, welches komplett grün ist. Mehrmals sprach sie von diesem Volk, welches unter der Erde lebte. Doch auch nachdem Trupps nach diesem Dorf suchten, konnte kein Dorf gefunden werden. Nachdem später dann auch das Mädchen starb, wurde auch die Suche nach dem Untergrundvolk eingestellt. Bis heute ist nicht klar, ob irgendwo unter unseren Füßen ein Volk lebt, welches sich äußerlich stark von uns unterscheidet. Doch dieses Volk wird wohl auch in Zukunft ein Rätsel bleiben.